Ja, man kann es nie allen recht machen. Der bleiche Sam. Ach, diese elendig versmockte Luft hier in Lindblum bringt mich noch bald ins Grab. Hust. Okay, das Husten lang jetzt scheiße. Oh, sind wir denn hier? Was wird denn hier gemacht? Kartenfreak Gone. Das Kartenspiel ist nicht so trivial, wie einige irrtümlich glauben. Ja, das hat schon ein bisschen was. Kartensammlerausgabe 7. Sonderbericht. Welche Karten werden zu Sammlerstücken? Seltene Karten sind des Sammlers ganzer Stolz. Vielleicht sind auch schon in deiner Hand ein paar zukünftige Sammlerstücke dabei. Vielleicht. Wenn wir den gut spielen. Hier haben wir zum Beispiel zwei Kisten. Echokraut erhalten. Und High Potion erhalten. Uiuiuiui. Wollen wir gegen den mal spielen vielleicht? Was hat denn das so für Karten? Würde mich interessieren. Na gut, ein Duell können wir uns schon leisten. Ja, wir wollen zocken. Gegen den Kartenfreak. Wenn ich da gewinne, wow. Voll der King. Siege 3, Niederlagen 3. Na, da müssen wir doch mal aufholen, hätte ich gesagt. Tun wir den Goblin nehmen. Das Skelett nehme ich mal. Das nehme ich auch mal mit. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Einverstanden? Och ja, okay. So, wir dürfen anfangen. Dann würde ich sagen, legen wir zuerst eine Karte. Ja, welche legen wir denn? Ich würde sagen, wir legen sie mal hier unten ins Eck rein. So, der hat seine Karte da drin gebunkert. Die müssten wir aber eigentlich rausholen können. Mit dem hier theoretisch. So, jetzt hat der die übernommen. Jetzt müsste ich, muss mich überlegen, mit dem hier könnten wir die linke übernehmen und gegen die untere kämpfen. Okay. So, gewonnen. Sehr geil. Okay. Dann würde ich mal zur Sicherheit die hier daneben legen wollen. Und mit der hier könnten wir jetzt, ja, die könnten wir einfach hier hinlegen. Zack, übernehmen. Pam. Jawoll, ach, 9:1 gewonnen. Ein Traum. Im Inventar 0 Karten. Eine, 3 Karten, eine. Und die obere, die können wir nicht nehmen. Die ist rot. Ja, dann nehmen wir doch mal die hier. Die haben wir noch gar nicht. Zombie-Karte erhalten. Yay. Noch eine Partie? Ach ne, das reicht mir. Haben unsere Siegessträhne aufgefrischt. Oder wollen wir nochmal? Ne, das reicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Belohnung, wenn wir oft gespielt haben oder so. Komm, wir können ja mal gegen den hier spielen. Willst du Karten spielen? Jawoll. Machen wir mal gegen den. So, wir brauchen gute Karten. Die hier zum Beispiel, die kann von jedem eingenommen werden. Die ist doch scheiße. Die hier, die geht schon eher. Die ist ganz praktisch. Die hier ist zum Beispiel sehr geil. Die kann fast von allen Seiten einnehmen. Dann, die ist gut. Die ist gut. Die ist, ja. Ja, nehme ich doch mal die hier mit. Was haben wir denn da oben noch für eine? Ah, da könnten wir nach links oben haben. Ich bräuchte vielleicht noch was für die rechte Seite. Da habe ich jetzt wenig. Ja, nehme ich mal die hier mit. Okay, einverstanden. Pau, wir fangen wieder an. Okay, dann würde ich sagen, puh, wir könnten mal anfangen. Das ist meine schwächste Karte, so. Fangen wir mal an mit dem da. Den hätte ich jetzt hierher gelegt. Oh je, oh je. Vielleicht zwei von uns erlegt hier. So mit einer einfachen Karte hat die uns platt gemacht. Die Sau. Dann nehme ich mal das Skelett. Jawohl. Oh je, oh je. Dann nehmen wir mal hierfür die. Jawohl. Ha. Sehr schön. Jetzt gehören uns hier die ganzen Karten schon mal. Durch den mal hier reinlegen. Okay, damit konnte auch nicht mehr viel ausrichten. Und so, Bams.
gewonnen. 8-2. Jawohl. Nullkarten, den Flammenteufel zum Beispiel, den haben wir noch nicht. Der hier da zum Beispiel. Ja, nehmen wir halt mal den. Bomberkarte erhalten. Yay, noch eine Partie? Nö, das reicht mir. Interessant, wie sie alle Karten spielen wollen hier. Okay, hier kann man bloß seitlich laufen. Was bist du eigentlich für ein kleiner Koch? Koch, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin der Chefkoch im Schloss. Ach echt? Das ist deine der Kleine? Und mein Motto ist, lieber tüchtig salzen als gar nicht gewürzt. Okay. Jürgens Figurenladen. Holt euch die königlichen Miniaturen, die jeder haben will. Neue Brane-Miniatur, gerade reingekommen. Schnapp sie dir alle. Miniatur, bam, ba, 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 Miniatur. Na, wo kann ich jetzt hier rein? Geht's denn irgendwo rein? Ach, okay. Ist hier irgendwo der Miniaturladen? Pippes Milchbar, frisch gemolkene Milch von den Hochweiden, Lindblumen, ist ideal für einen Eintopf. Klingt nicht schlecht. Klingt nicht schlecht, klingt nicht schlecht. So, wer bist du? Tante Brunna, hast du denn schon einen passenden Topf für das traditionelle Jagdfestivalgericht? Also einen brauchst du doch mindestens und ich habe lauter gute hier. Okay. Utze, ich habe mich lange und hart auf das Jagdfestival dieses Jahr vorbereitet. Die anderen tun mir jetzt schon leid, denn ich stehe als Sieger praktisch schon fest. Ah, nur praktisch. Ob es in der Tat so sein wird, weiß niemand. Oh, was haben wir hier? Monka-Kaffee. Unser Kaffee ist jetzt noch besser. In jedem Monka jetzt auch 10% Sorcha-Bohnen. Sorcha-Bohnen im Monka-Kaffee. Gibt es denn sowas? Oh, was ist denn das für ein interessanter Laden? Aha. Steht denn eine Kuh hinter der Theke? Nee, ne? Dagobert. Wenn du das beim Jagdfestival auf die vorderen Ränge bringen willst, brauchst du meine Waffen. Ach, sag bloß, das ist... Achso, das ist ein Waffenhändler einfach, ne? Kein Schmied. Verkaufen, kaufen, Sinen Quedia. Was haben wir denn eigentlich alles so? Sinen Quedia. Soll ich mir hier was kaufen? Zum Beispiel noch ein Sinen Quedia? Wir haben so viel Chill. Komm, wir kaufen mal noch einen. Mithrildolch. 18, 16. Falchen Jagdspeer. Rute. Gabel. Oh, hier Lederarmreif. Würde die beiden... Oh, Kristallarmreif. Nein, nehmen wir mal drei. Bronzefäustling von Steiner. Escutcheon. Dann nehmen wir die mal mit. Zipfelmütze. Xutus Hut. Eisenhelm. Lederpanzer. Komm, wir kaufen mal ein bisschen was. Zauberküras. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, hier alles zu kaufen, aber scheiß drauf. Wir haben ein bisschen Kohle rausgeschmissen. Warum denn auch nicht? Früher gab es da ja so eine Zackenfrisur. Der hätte so ein sperriges Teil gekauft. Stimmt, in den früheren Final Fantasy-Teilen. Ich glaube, der meint Xel, oder? Der hätte so ein Riesenschwert gekauft. Hisako, sag mal, Sepp, gehen wir bald? Dieser Laden ist doch sowas von öde. Lass uns doch in den Itemladen nebenan gehen. Komm schon. Noch eine Minute. Das sagst du doch immer. Ja, Frau will raus hier aus dem Waffenladen und Mann will sich natürlich die Wummen besorgen. Was ist das für ein Laden? Ach, hier war Vivi drin. Der ist natürlich nicht mehr da. Heute kommt kaum Ware rein. Das liegt wohl am Ausfall des Südentors. Hippo. Gibt's hier die Kuponüsse? Die Leibesspeise à la Mokri ist komplett ausverkauft. Ja. Aber Vivi wohl schneller. Und hier gibt es nicht solche Sachen, die wir mitnehmen können für Vivi. Schade. Bäh, brane Figur. Wenn du am Jagdfestival teilnehmen willst, brauchst du meine Medizin und Kräuter. Ah, hier können wir Potions kaufen, Phönixfedern kaufen. Was haben wir denn eigentlich? 18, 9 Phönixfedern? 2 Echokraut, was macht das eigentlich? Hebt Zustandsveränderungen, Schweigen auf. Ah. Ja gut, da würde ich mal 3 dazu kaufen, dass wir ein bisschen was haben. Goldnadel?
hebt Zustandsveränderungen, Stein und Gips auf. Okay, können wir mal 3 mitnehmen. Antidot haben wir 10, Augenlauf haben wir 11, Zelte haben wir 3. Nehmen wir mal 2 Zelte mit. Ah, ich habe bis jetzt noch gar kein Zelt verwendet. Lassen wir mal sein mit den Zelten. Mit den Zelten habe ich immer noch nicht ganz gecheckt, wann ich die einsetzen sollte. So, können wir hier hoch? Nee, funktioniert nicht. Wer bist du denn? Priscilla. Priscilla erinnert mich irgendwie an Hamtaro. Den seine Freundin hieß doch Priscilla, oder? Kennt ihr noch Hamtaro von früher? Hast du schon die Sache mit Alexandria gehört? Das Theaterschiff hat dort eine Wahnsinnsexplosion ausgelöst und ist fast über der Stadt abgestürzt. Überhaupt, seit die Brane da auf dem Thron sitzt, hört man ja nur noch solche Katastrophenmeldungen. Nee, war das Hamtaro, Priscilla? Ich überlege gerade, war das Hamtaro? Oder war das Calimero? Calimero mit Somero und Priscilla. Ach, Priscilla hieß die irgendwie, glaube ich. Hilft dir immer, lalalala. Irgendwie so. Da dampft es gewaltig raus. Gehen wir hier unten drunter durch. Thomas, was treibst du da? Das Feuer ist viel zu stark. Du lernst es wohl nie, was? Die Qualität der Waffe hängt maßgeblich vom Feuer ab. Es darf weder zu stark noch zu schwach sein. Wayne. Sei still, wir haben Kundschaft. Wayne. Nur mit deinem Mundwerk, da bist du gut. So, Wayne. Wollen wir mit Wayne reden? Er verkauft uns bestimmt das beste Zeug, der hat voll die Ahnung. Warum kritisiert er mich eigentlich ständig? Ich kann es doch bereits alleine. Langsam glaube ich, er will mir den Laden gar nicht übergeben. Naja, Wayne. Lass mal weniger Wayne sein. Und wie geht es dir so? Kann ich dir was für die Jagdfestival anfertigen? Oh, Aurora zum Beispiel. 21, 24 Organic. Oh. Heavy. Wüstenstiefel. Bringen wohl gar keinem was. Baumwollkleid. Da fehlt uns noch der Armreif. Halstuch. Kristallschild. Organic. Da hätte ich Bock drauf. Was haben wir hier noch? Dieses Feuer schmilzt sogar Eisen in wenigen Minuten. Er hat durchaus Potenzial, aber er ist einfach schrecklich faul. Jetzt habe ich die Stimme falsch gesagt, oder? Egal, jetzt habe ich sie richtig. Er ist einfach schrecklich faul. Escutcheon erhalten. Ach, haben wir einfach hier Escutcheon gefunden. Warum kritisiert ihr mich eigentlich nicht? Ich kann es doch bereits alleine. So, von hier vorne kann man wahrscheinlich nur kaufen. Sollen wir Organic kaufen? Moment. Was ist das? Escutcheon. Item. Habe ich denn jetzt das Escutcheon? Zipfelmütze. Silenquedia. Escutcheon da. Benutzen. Ability anlegen. Ja, anlegen. Mithrildolch. Was machen wir jetzt? Stärke 23. 12, 14. Würden wir herabsenken. Wir haben Mithrildolch. Genau, Lederhut. Haben wir die Zipfelmütze. Die würde uns hochbringen. Auch bei der Z-Abwehr. Lederarmreif, da hatten wir doch was Besseres, ne? Den Chris Bestientöter haben wir schon auf 3. Eis können wir. Hier, wenn schon, Gift und Galle. Rüsten wir das mal aus. Und Seidenhemd. Haben wir 3 von 35 Lederweste. Wir könnten auch Chakra erlernen. Es gibt mehr Abwehr. Oder Kavalier. Das ist eine Ability. Das ist S, kann man erlernen. Lassen wir das erstmal. Hier haben wir noch nichts. Ja gut, dann würde ich sagen, fertigen wir uns mal hier was an. Organic, das würde mich sehr interessieren. Organic, Anzahl 1, ja. Zack, jetzt haben wir's. Wüstenstiefel, brauchen wir die? Lederhut und Lederweste, ich weiß es nicht.
So, anlegen. Mithrildolch. Organik. Hier auf 24 geht das hoch. Bam. Schwertseele können wir da lernen. Sehr gut. Das nehmen wir mal mit. So, vielen Dank. Da haben wir auch beim Schmied das erste Mal was geschmiedet, Leute. Ist doch geilo. Zidane müsste jetzt voll der Reinhauer sein. So, hier waren wir schon überall. Dann, ja, geht's mal weiter hier nach hinten. Tiffany, ich hasse dieses dämliche Jagdfestival, weil mein Vater jedes Jahr halb umkommt bei diesem Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich lassen sie da Stiere rennen oder sowas. Können wir jetzt vorstellen. Frauenschürze, diese Kirche steht hier schon ewig. Diese ganze Gegend war früher noch ein dichter Wald, das hat mir jedenfalls meine Oma erzählt. Es war auch diese Kirche, die das erste Jagdfestival ausrief. Aha. Oh, was haben wir da? Zelt erhalten. Einfach mal so ein Zelt gefunden. Geil, und was ist da? Ah, oh, halt. Das ist die Kirche. Ich möchte wieder rein. Danke. Wir möchten niemanden stören. Aufgeregter Opa, ich bin schon ganz kribbelig. Bald geht ja endlich dieses Jagdfestival los. Sid, der Erste, der das Reich Lindblum gegründet hat, war vorher auch einmal Sieger beim Jagdfestival. Diese Kirche wurde auch von Sid dem Ersten erbaut, um die Tradition des Jagdfestivals zu überliefern. Jupp, wach auf, Oma! Immer dasselbe, wenn meine Oma den Priester predigen hört, dann schläft sie sofort ein. Gegen den könnten wir sogar Karten spielen. Priester Theodor, wenn ihr am Jagdfestival teilnehmen wollt, so reinigt erst einmal eure Seele im Gebet. Das Jagdfestival ist nicht nur ein blutrünstiges Spektakel, wie manche irrtümlich glauben. Im Kampf Mensch gegen Biest, nur auf die eigenen Fähigkeiten vertrauend, werden Charakter und Mut gestählt. Wer dies nicht versteht, ist der Teilnahme am Jagdfestival auch nicht würdig. Okay, okay, ich verstehe. Die Leute aus dieser Gegend hier waren früher ein Jägervolk. Und das Jagdfestival geht eben auf jene alte Zeiten zurück. Ich verstehe. Halt. War da was? Können wir da hoch? Tatsächlich. Wir können ja auf der Kirche rumklettern. Und da oben gibt's was. Lederpanzer erhalten. Klingt ja sehr interessant. So, gehen wir mal wieder runter. Wir möchten niemanden stören. An der Orgel können wir nicht spielen. Hier können wir nichts zelebrieren. Wir können auch nicht gebeten.